Also für mich keine Worte. Keine Worte. Nicht mal zwei, ein, nicht mal drei Jahre. Nicht mal gerade. Nee. Die Saison hat gerade angefangen und jetzt schmeißt man mich raus ohne Grund. Ich kann es einfach nicht verstehen. Warum? Nee. Nee. Also, für mich keine Worte. Liebe Presse, liebe Fans, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde auf jeden Fall zurückkommen, egal wann, egal wie. Aber keine Worte. Pressekonferenz beendet. This is CNN Breaking News. Danke, freut mich sehr, heute sprechen zu dürfen, liebe Presse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will jetzt hier noch nicht so lange rumreden. Es waren 3,5 Jahre, was hier auf jeden Fall gefehlt haben. Seit meiner Entlassung damals hat es mir sehr, sehr schwer getan. Das muss ich wirklich zugeben. Aber im Endeffekt, dass ich halt wieder bei Lautern bin, bin ich zum einen eine geile Sache und zum anderen für mich auch wieder eine Herausforderung. Da ja Kaiserslautern letztes Jahr abgestiegen ist, ist es für mich wieder eine Herausforderung, Lautern wieder, ja, in einem alten Zustand wieder zu bringen. Bitte die erste Frage beenden. Herr Genero, wie ist es nach circa 3,5 Jahren wieder bei einem Club zu sein? Ja, also wie gesagt, nach 3,5 Jahren ist es, ja, wieder eine coole Freude für mich, im Amt zu sein beim 1. FC Kaiserslautern. Mich freut es jetzt endlich mal wieder im Amt zu sein und ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, wieder mit der Mannschaft zu trainieren und zu sehen, ja, okay, die können was, die haben auf jeden Fall was drauf. Wir können eine Mannschaft sein, die mit Zuversicht und mit Stolz in die Spiele reingehen können. Also für mich ist Lautern eine geile Mannschaft zum einen, aber die hat sich auf jeden Fall richtig gespielt, das muss ich wirklich sagen, aber ich will es aber nicht so oft negativ gegen Lautern sagen. Ja. Die zweite Frage bitte, ganz da hinten bitte, danke. Was denn für die kommende Saison eure Ziele, Herr Schneider? Ja, also Ziele muss man sich setzen, klar. Also wie gesagt, waren ja von 3,5 Jahren, waren wir ja in der Bundesliga. Wir hatten auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch sehr gut war, muss man wirklich sagen. Kasper Cibelko, Nene Gnabry zum Beispiel. Und ich werde auf jeden Fall definitiv in den nächsten 1-2 Jahren auf jeden Fall definitiv daran arbeiten, wieder, wie gesagt, in den alten Zustand zu kommen. Aber ich will jetzt aber nicht so groß spekulieren, dass wir wieder in die Bundesliga schaffen. Ich gebe natürlich mein Bestes, natürlich klar, aber so gut es geht, einfach weitermachen, auch wenn wir so 1-2 Spiele mal verlieren, müssen wir trotzdem Gas geben, okay, wir haben trotzdem noch Lust drauf und ja, also Pläne bzw. Ziele, definitiv auf jeden Fall so gut es geht zu platzieren, nicht nur in der Liga, also auch im DFB-Pokal gut dazustehen. Auch wenn wir gegen große Clubs wissen, wie zum Beispiel Bayern oder Dortmund, trotzdem einen positiven Gedanken haben. Die letzte Frage noch bitte da in der Mitte. Herr Schneider, Vertrag läuft bis 2022. Was für Pläne haben die beiden besten FC Kaiserslautern? Ja, also wie gesagt, also mit den Zielen. Also der Traum jetzt von Lautern wird wieder sein, wahrscheinlich wieder in die Bundesliga zu kommen. Das wäre natürlich klasse. Klar, Vertrag ist ja bis 2022 Vision. Für mich ist das Ziel auf jeden Fall Bundesliga natürlich wieder da. Auch wenn wir dritte Liga sind, können wir groß spekulieren. Aber so groß ist wir auch wieder nicht. Ziel wird auf jeden Fall dieses Jahr oder nächstes Jahr auf jeden Fall werden zweite Liga.
wenn wir es schaffen, wir haben auf jeden Fall eine ganz große Konkurrenz wie 60 und so. Ich bin mal gespannt drauf. Wir werden auf jeden Fall definitiv was an der Mannschaft machen müssen. Ganz klare Geschichte. Wir sind. Ich habe jetzt noch nicht die Mannschaft nicht nur ganz angeschaut. Deswegen werden wir auf jeden Fall mindestens was machen müssen. Ganz klare Sache. Und ja. Ich bedanke mich für die Pressekonferenz. Schreibt es auf jeden Fall in die Zeitungen. Und damit verabschiede ich mich jetzt von der Pressekonferenz. Bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben, zur ersten Folge der Karriere. Ja, beim ersten FC Kaisers. Wie ihr schon im Hintergrund sehen konntet, beziehungsweise im Intro sehen konntet, ich war in FIFA 16 damals Trainer beim ersten FCK. Hab's damals 3 Jahre in der zweiten Liga gehabt. Es war auch ziemlich schwer, da hochzukommen, und am Ende im dritten Jahr hat es am Ende geklappt, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber nach, ich glaube, es war danach ein, zwei Monate später, wurden wir leider das, und jetzt sind wir wieder im ersten FC Kaiserslautern. Und ich habe mega Bock drauf, jetzt die Karriere mit dem ersten FCK weiterzuführen dürfen. Die Ziele: Wir haben ca. 3,5 Millionen Transferbudget, haben ein Ziel, wo man sich schon ein bisschen nachdenken könnte. Gut, die DFB-Pokalrunde der ersten 32 erreichen, über 4 3 Drittligasaisons Ligameister werden. Das wird auf jeden Fall definitiv eine Meisterleistung, mal gucken. Und natürlich auch Drittliga Mittelplatz belegen. Und wie schon erwähnt, werde ich auf jeden Fall definitiv am Nachwuchs ein bisschen arbeiten. Und die anderen, ja, Ziele, wie zum Beispiel die Finanz- oder Marktlizenz, mal gucken. Also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich eines der Mittelpunkt vielleicht auch sein, weil wenn ich schon die Mannschaft schon im Hintergrund sehe, wir haben Spieler, die wir in der Karriere damals nicht hatten, wie zum Beispiel Gnabry oder Zirkzee. Aber ich habe mir definitiv auf jeden Fall mir was ausgedacht, weil ich hatte damals wirklich die 4-2-3-1 genommen, und die war auch ziemlich stark, finde ich. Ich werde jetzt einfach mir mal kurz die, oh, kein Albeck, sogar zu dem, werde ich ein bisschen hier rotieren müssen wahrscheinlich. Also wenn ich hier mal kurz gucke, nein, Teamzentrale. Ich bin auf jeden Fall definitiv auf jeden Fall ein bisschen vorbereitet. Wir sind teilweise bei Torwart ein bisschen doppelt besetzt, beziehungsweise einmal besetzt. Als Rechtsverteidiger war gar keinen. In Verteidigung sind wir einmal besetzt, oder sogar zweimal. 2, 4. Ja, sogar zweimal besetzt, ist zum Beispiel mal nicht schlecht. Einmal besetzt als Linksverteidiger. ZDM sind wir sogar sogar zweimal besetzt. Rechtsmittelfeld einmal besetzt, Linksmittelfeld einmal besetzt. Und ich will auf jeden Fall definitiv an der Mannschaft auf jeden Fall definitiv was machen. So gut es geht, doppelt besetzen. Und an Stürmern mal gucken, was sich da machen lässt. Wie zum Beispiel ein Kühlwetter könnte man vielleicht noch. Ein Hämlein vielleicht mit mehr oder weniger. Definitiv auf jeden Fall Wolfgang Hesel, der damals noch beim Greuther Fürth war. Florian Dick damals noch unter Vertrag bei uns. Kevin Kraus, da glaub, war damals noch bei uns. Heinlaut, ich glaube, der war auch damals bei uns. Ich weiß auch nicht mehr so ganz sicher, aber auf jeden Fall definitiv war das eine geile Mannschaft. Und ich werde definitiv so ungefähr die Transfers wieder zu tätigen. Wie zum Beispiel eben, wenn Ødegaard war zum Beispiel damals dabei. Und eben der Kasper Çıkıkbaşı, der eine absolute geile Saison damals gespielt hat. Und ich werde definitiv auf jeden Fall ein paar junge Spieler auf jeden Fall definitiv holen. Ich bin auf jeden Fall vorprogrammiert auf die Karriere. Ich habe richtig Bock drauf auf die Karriere, definitiv. Keine Frage. Und ja, bevor wir auch richtig weitermachen, möchte ich auf jeden Fall noch kurz sagen. Und zwar, klar wird es die eine oder andere sagen, dass es irgendwie Nachbau oder sowas ist. Aber das Konzept, sagen wir mal, das Gleiche zu bringen, ist halt wieder ein Haufen Arbeit. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt, die Karrierefolgen in so einem Wochenende zu bringen. Und unter der Woche kommt halt eben, ja, wie zum Beispiel für 19 Ultimate Team, und dann wie auch jetzt morgen oder beziehungsweise jetzt diese Woche, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wird auf jeden Fall definitiv Retro-Fiebers kommen. Keine Frage, aber Karriere
wie zum Beispiel eben die, wird definitiv am Wochenende laufen oder beziehungsweise ja, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ihr Lust habt. Und ja, okay. Ich schaue mir noch ein paar Spiele an, auf jeden Fall ein paar junge Spieler, werde die auch ein bisschen scouten, werde auf jeden Fall definitiv währenddessen auch im Kalender ein bisschen dort überspringen. Das Vorbereitungsturnier werde ich definitiv simulieren. Ich glaube, das wird, denke ich mal, für die einen oder anderen weniger interessant werden. Ich bin beim Training gerade noch ein bisschen unsicher, weil ich vom Training noch nicht so die geringste Ahnung habe. Deswegen, falls einer vom Training ein bisschen was weiß, kann natürlich gerne sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wende es einfach mal. Mal gucken. Okay, es geht noch. Schaut natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ich da machen sollte. Auf jeden Fall auch achten. Bevor ich irgendwie eine Kacke mache. Deswegen. Also, ich bin sehr, sehr vorprogrammiert auf die Karriere. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja. Lang gelobert. Lang genug gelabert. Wir sehen uns. Einfach ein paar Minuten später. Mal gucken. Irgendwann später. Wir werden einfach mal das erste Spiel versimulieren. Mal gucken. Gegen Innsbruck. Ist aber nicht so lang die Karrieren halten, so circa 15-20 Minuten. Mal gucken. Es gibt jetzt einfach mal 3-2-1. Und zwar noch vorne, okay, perfekt. Hemline und Spalpes. Am Ende 2-1 verloren, schade. Okay. Fabian Schubert Stimme, 63er Rating, 50,5 Millionen. Und die letzten zwei, die sind nicht so ganz geil, aber wir können trotzdem mal gucken. Sergio Montero, 62er Rating, 50,5 Millionen. Alter, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, Rating. Alter, das ist so scheiße. Das ist nicht so schlecht. Einfach mal das von der Kelly einfach mal kommen. Jetzt gibt einfach mal 3-2-1. Na, so weit kommt man schon doch viel besser. Sehr nice. Okay. Boah, das sind auf jeden Fall definitiv Leute, die man auf jeden Fall definitiv mitnehmen kann. Oder ja, nicht fertig, aber ansonsten sind das auf jeden Fall gute Männer, finde ich. Mal gucken, was dann der Scout vom Jugendstart macht. Oder raushaut. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Wenn wir auf jeden Fall definitiv das Geld dafür haben, werden wir auf jeden Fall definitiv einen besseren Scout dann holen. Und danach ziehen wir dann einfach weiter. Mal gucken, was die ganzen anderen Leute schon geholt haben. Headcap ist ja auch eine Linie. Jetzt gibt es einfach mal 3-2-1. 5,5 Meter schießen, eher rein wieder. Okay. Perfekt. Wir sozusagen reif im Finale. Das passt. Mal wieder. Money. Jetzt aber, die haben wir verloren. Hemline wird nicht wieder. Ja, irgendwie erwähnt es, wie immer gemeint.
Okay. Da haben wir sozusagen das Turnier gewonnen. Das finde ich sogar eine sehr, sehr gute Leistung von uns. Mal gucken, was wir da noch arbeiten können. Das sind auf jeden Fall definitiv noch auf jeden Fall gute Leute mit einem Rating zwischen 64 und fast knapp 70. Und ja, Freunde, falls euch sowas gefällt, falls ihr auch sowas öfters feiert, mehr sehen wollt, dann folgt weiter auf jeden Fall jetzt mal den Like-Button. Und falls ihr natürlich noch auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich gerne ein kostenloses Abo da lassen. Auf Elbow der Basis aktiviert auf jeden Fall definitiv die Glocke, um keine Videos und keine Streams zu verpassen. Und damit bin ich raus. Macht es gut. Haut rein. Ciao. I'm out!